Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich weiß noch gar nicht, wie ich es nennen werde, tatsächlich. World of Warcraft Free-to-Play Return. I don't know. Alright. Die Allianz lässt niemanden zurück. Wir müssen ein rohes Wildfleisch von Wildtieren sammeln. Natürlich. Okay. Er ist mein Sohn. Ah ja, stimmt, wir haben eine neue Fähigkeit bekommen. Auch ein True. Soldat der Allianz. Wir lassen niemanden zurück. Die gute alte Küstenziege. So, was haben wir denn da bekommen? Arcana Schuss. Was ist das hier? Passiv? Ne, zurechtstutzen. Versehrt das Ziel und verringert 15 Sekunden lang seine. Versehrt? Was bedeutet das Wort, wenn jemand ihm gehört? Versehrt? Ja, und zuverlässiger Schuss haben wir schon drin. Ich brauche ein Ziel. Okay, das würde mich jetzt mal interessieren. Versehrt. Versieht. Versehrt. Etwas mit etwas versehen? The fuck, das Wort existiert safe. Nicht. Und wenn, dann habe ich es noch nie in meinem Leben gehört. Alright. So. Oh, okay, also Arcana-Schuss ist ungefähr 1000 Mal besser. Oder kommt mir das nur so vor? Was ist das denn? Ist das einfach nur irgendwas? Ja. Nichts zum Looten hier. Dorniges Stachelschwein. Hat den gleichen Cooldown und macht viel mehr Schaden, oder? Wie macht ein zuverlässiger Schuss? Macht sogar weniger. What? Das ist ja lächerlich. So, was passiert hier eigentlich? Und verringert 15 Sekunden lang seine Bewegungsgeschwindigkeit um 15%. Mist, ich brauche wieder diese Extra-Leisten. Mist, das habe ich ganz vergessen. Interface. Aktionsleisten. Nope. Welche waren das nochmal? Ah ja. Perfekt. Also das sollte für mich zumindest reichen. Ja, Mist, wie verschiebt man die nochmal? Mit Shift, okay. So, war hier nicht gerade noch irgendwas anderes? RIP, das ist jetzt weg. Egal. Ach, die sind auch schon tot. Jesus Christus, was ist hier los? Aber das ist nur Bewegungsgeschwindigkeit, das ist eigentlich ziemlich schlecht. Aber eigentlich auch wieder nicht, weil... Naja, du läufst ja dann vor dem Vieh einfach ganz chillig davon und das kann ich nicht einholen. Und dann killst du es ohne Damage zu bekommen. Ja, eigentlich ist es gar nicht so bad. Befreit das Fleisch auf dem... Ach so, ich sollte... Ah, nee, doch nicht. Bereitet das Fleisch. Ich habe befreit gelesen. RIP. RIP, RIP, RIP. Aber das hat noch nicht mit Shadow, nichts mit Shadowlands zu tun, oder? Das ist einfach nur ganz normal Allianz-Start. Ups. Da. Ups. Die Stacheleber haben uns aufgelauert. Es Arkenon-Poros. Ihr braucht eure Kraft. Seid gegrüßt. Wir ziehen findet nach aus und den... Treffen uns mit den anderen. Oh, ich wollte schon sagen, war er nicht gerade da unten. Den haben wir vorhin, glaube ich, letztes Mal, glaube ich, mit einem Erste-Hilfe-Kasten behandelt, aber der ist da wohl nicht mehr. Alright. Ich habe noch nie ein Mitglied der Allianz aufgegeben. Ich werde nicht bei meinem Sohn anfangen. Mist, wie konnte man das nochmal vergleichen? Ah ja. Hier drüben. Die Stacheleber führen eine Art Ritual durch. Ah, noch eine neue Fähigkeit. Rückzug springt rückwärts. Das hört sich ja... Ich habe kein Ziel. Oh! Wow! Okay, ich wollte gerade sagen, das hört sich ja nicht gerade vielversprechend an. Ich habe mich getäuscht. Holy moly, das ist ja was krank. Was kann ich für euch tun? Das ist ja saukrank. Die Jagd geht weiter. Uns bleibt nicht viel Zeit. Ihr müsst schnell lernen. Nice. Die Grundlagen kennt ihr. Sucht euch jetzt ein Tier und zähmt es. Ist es dann für immer? Ich will nichts Falsches machen. Einen wandernden Eber. Ah, warte mal, wie zähme ich den denn? Ups. Begleitersteuerung, okay. Begleiter rufen. Verschiedene Werkzeuge, die euch den Umgang mit eurem Wildtier be...
Wir sind ein Tier in der Nähe an. Öffnet die Begleitersteuerung und benutzt WTC-Men. Ah. Aua. Begleiter von mir. Okay, und ist das dann permanent? Warte mal. Begleiter. Ah. Okay, euer Begleiter wird euch helfen. Begleiter wird ohne Befehl nicht angreifen. Angreifen. Ach, macht er das gar nicht selber, oder wie? Passiv ist nur Wegfindung. Eure Bewegungsgeschwindigkeit um die eures Begleiters wird um 8% erhöht. Verringert den von eurem Begleiter erlittenen Flächenschaden um zusätzlich 80%. Verringert die Reichweite auf die Gegner eurem Begleiter entdecken. Okay, ja gut, müssen wir ausprobieren. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Mögt ihr immer treffen. Ich weiß gar nicht mehr, wie schnell man damals gelevelt hat, als ich gespielt habe. Ich kann es gar nicht beurteilen, ob das jetzt schneller geht oder nicht. Er ist aber sicher noch am Leben. Ich weiß. Ich habe ihn erzogen, jede Herausforderung zu bestehen. Geofürst Gregor getötet. Okay. What? Okay, jetzt ist hier das Menü. Jetzt mal gucken, was er macht, wenn ich jetzt angreife. Okay. Fürst verliert nicht. Okay. Creepy, Mr. Stachelschwein. Muss jetzt nochmal ausprobieren. Also, ich greife ihn jetzt an. Und mein Eber hat auch angegriffen. Ja, genau. Okay, also muss ich den nicht steuern. Er ist auf Angreifen. Ne, er ist auf Folgen. Ich brauche ein Ziel. Wechselt es dann jetzt da unten? Ja, genau. Dann blinkt es und er greift an. Ja, gut. Ist ja eigentlich chillig. Muss man ja gar nichts machen. Ups. Begleiter rufen. Ruft einen anderen. Einer oder aktiven Begleiter dabei. Kann man mehrere haben oder what? Oh boy. Ah, der wird da angezeigt. Ah. Okay. Ja, ist actually gar nicht so bad. Aber warum wird das hier zweimal angezeigt? Das sind andere Menüs. Achso, der Begleiter ist auf Helfen eingestellt, deswegen. Ah, okay. Defensiv, euer Begleiter wird nur Gegner angreifen, die euch oder euren Begleiter angreifen. Okay. Interessant. Was gab's dann hier noch? Da gab's dann noch eine Menge andere Sachen, oder? Ne, das waren die. Okay, die Befehle sind quasi da unten. Das heißt, die Begleitersteuerung kann ich ja dann eigentlich ganz woanders hin tun, oder? Und Begleiter rufen genauso, das brauche ich ja dann nicht hier haben. Rückspringen kann ich auch da hinten hin tun. Arkaner Schuss, Begleiter rufen, zack, zack, zack. Okay, passt. Alright. Okay, vielleicht ist Krieger doch zu kompliziert für mich. Jäger wahrscheinlich, ey. Krieger. Ja, ist nice. Dann mache ich die Gegner im Endeffekt 2-Hit. Das ist nice. Nice, der ist schon tot. Big Oof. Free-to-Play-Wochenende zieht die ganzen Arsgeier an, die nur gratis spielen. Von sowas halte ich natürlich nicht viel. Kappa. Ja gut. Das ist jetzt natürlich blöd. Kann man vielleicht kurz irgendwie irgendwas anderes machen? Na gut, wir könnten einfach ein paar Viecher killen und einfach so leveln, aber das ist, geht natürlich extrem lang. Ah, nevermind. Hey. Eindringer! Ihr seid unsere nächsten Opfer! Hilfe! Ich bin zu genial, um zu sterben! Ich wusste, dass die Allianz uns retten würde. Hauen wir ab! Okay. Was ist denn das da auf der Karte, ja? Was ist denn das? Schätze der Stacheleber. Oh, Baby. What is that? Nice. Let's go. Kapitänin Garrick. Henrys Mutter.
Er hat immer gesagt, ihr würdet kommen. Da hatte er wohl recht. Also, wo ist der Rest der Expedition? Man kann ich das nicht anziehen. Ich bin nicht sicher, aber wir können es herausfinden. Diesen Ogern zeigen wir schon noch die Macht der Wissenschaft. Diese Expedition zählt auf uns. Es gibt kein Problem, dass die Ingenieurskunde... Ich konnte den Bereich der 8, du Heilige. Der Speomatik 5000. Entschlumpfen wir sie. Oh, das ist zu groß. Nur eine kleine Anpassung. Ja, genau so. Versucht es. Now. Ah, Leute, ich dachte, sie gehen da rein. Ehrlich gesagt, das ist unmöglich. Die Kamera der Speomatik 5000 arbeitet einwandfrei. Da steckt eine Kamera drin? Aber warum müssen dann Leute da hoch? Zur Sicherheit natürlich. Was, wenn die Maschine kaputt geht? Wir würden gar nichts sehen. Ich meine, ich glaube nicht, dass so etwas passieren wird. Geht einfach nicht zu grob mit ihr um. Ah ja. Still, ich sehe etwas. Wir werden euch die Seele nehmen und den Drachen wecken. Die geballte Macht der Allianz wird euch treffen. Ha! Unser Drache wird sie zermalmen. Wir müssen uns um andere Rituale kümmern. Genießt eure letzten Momente. Oh boy. Der Typ. Sie lassen einen Drachen von den Toten wieder auferstehen? Was tun wir dagegen? Wir müssen die Opferung aufhalten. Doch wir bräuchten eine Armee gegen all diese Untoten. Oder Wissenschaft. Mit dem Größenänderer vergrößern wir einen der Eber hier und schicken ihn gegen diese Monster. Wir haben keine Wahl. Das Leben meines Sohns ist in Gefahr. Oh, das ist ihr Sohn gewesen. Fies Batman. Gegen Technologie ist Nekromantie gar nichts. Ein riesiger Eber. Größenänderer V01 an wandernden Ebern getestet. Ich könnte es einfach an meinem Begleiter testen, Käper. Ich muss näher ran. Ups, zu klein. Mal sehen. Hier. Okay, jetzt noch einmal. Das geht gar nicht. So, versucht es nochmal. Das lädt immer noch auf. Heureka! Ein riesiger Eber. Na gut, so groß ist der jetzt auch nicht. Melden wir uns bei der Kapitänin. Also, nicht so groß, dass der das mit den ganzen Typen aufnehmen kann. I would say. Wir finden die Expedition. Bleibt aufmerksam. Wir kümmern uns. Reitet den riesigen Eber. Let's go. Mein kleiner Eber begleitet uns. Nee. Sobald der Weg frei ist. Lass den riesen Eber alles niedertrampeln. Nur so kommen wir gegen die Großen an. Mutter, ich wusste, du rettest uns. RIP. Hä? Meinst. Okay. Basically kein Cooldown. Sit down. Oh, warte, was? Einer lebt noch. RIP. Was geschieht mit dem Eber? Festhalten! Die Untoten sind erledigt. Schalten wir den Nekromanten aus und retten meinen Sohn. Alright. Ladies first, würde ich sagen. Henry. Mutter, es tut mir leid. Ich wollte die Oger bekämpfen, aber sie waren zu stark. Henry, denke immer daran, dass deine Fehler dich nicht definieren.
Und jetzt, gefreiter Garrick, erwarte ich einen Bericht. Ihr seid ja, ein echter Garrick. Danke. Euch von dunkler Magie. Kapitänin Garrick. Die Oger verwendeten Nekromantie, um einen Drachen zu erwecken. Für ihre Magie brauchen sie Opfer wie uns. Sie sind dabei, ein Ritual zu beginnen, das... Es hat schon begonnen. Sie wollen den Drachen mit der gesammelten Lebenskraft reanimieren. Dann müssen wir schnell sein. Rekrut, gefreiter Garrick, die Allianz gibt nie die Hoffnung auf. Auch nicht im Angesicht einer Katastrophe. Wir werden diese Rituale unterbinden, bevor die Oger sie abschließen können. Los! Alright. Oh, ist solch ein Bogen? Ist ja so viel besser, oder was? Ah ja. Ups. Falsche Richtung. Oh, noch ein neues Item. Alright. Hört das Tutorial auch irgendwann wieder auf? Aspekt des Geparden. Erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit zunächst 3 Sekunden lang um 90% und daraufhin 9 Sekunden lang um 30%. Okay. Totstellen. Stellt euch tot, dass euch Gegner ignorieren hält bis zu 6 Minuten lang an. What? Warte mal, das sollte ich vielleicht nicht so weit hochziehen. Wie? Aber kann ich dann währenddessen noch was machen? Ups. Jetzt bin ich tot, oder was? Also voll der... Ist der übelste nice Skin? Die Allianz lässt niemanden zurück. Passt gut auf. Von uns hängen Leben ab. Beliebigen Gegenstand von Rüstmeisterin Richter gekauft. Hallo? Beliebigen Gegenstand an Rüstmeister verkauft. Ist echt Tutorial Extreme hier. Trash. Wir finden die Expedition. Alright. Hätte ich Eisenschmiede bloß nie verlassen. Tja, Mann, kann man nichts machen. Da hinten ist noch eine Quest zum Abgeben, nehmen wir noch die andere an. Ich muss echt mal nachschauen, wie lange wir so für Level 20 ungefähr gebraucht haben. Ich glaube, das wäre ein guter Richtwert. Ich werde nach mit dem Krieger. Ich meine, klar, okay, man muss das natürlich dazu rechnen. Wenn man die Quests nicht durchliest, dann braucht man gefühlt auch nur die Hälfte der Zeit. Aber trotzdem einfach nur so als ungefährer Referenzwert, was ich da so gebraucht habe, bis ich da... Ich weiß es echt nicht mehr. Ich gefühlt so, würde ich sagen, so 5 Stunden. Also ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass es auch 10 waren. Aber 10 ist zu viel, ne. Naja, das vielleicht nicht. Aber bestimmt, also mindestens 5 Safecall. Wenn das hier vorbei ist, genehmige ich mir erstmal ein. Es tut gut, euch zu sehen. Viel Glück. Die Überlebenden Alright. Zählen auf euch. Rettet jeden, den ihr finden könnt. Ich werde mein Bestes geben, aber erst beim nächsten Mal. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst ein Like auf dem Video da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal. Checkt die Beschreibung ab. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut rein. Ciao, ciao.